Ich höre von beiden Argumente, die sinnvoll sind. Aber ich, während du schon Laura Müller googelst. Ja, ey, ich wollte gerade wichsen. Ich habe auch eine Idee für ein Brennpunkt-Special, was wir ja auch fast bald haben. Ja. Wollen wir so einen klassischen Podcast machen, wo wir uns beide so filmen quasi? Wie ist es mal bei so TikTok, Instagram machen? Sie sitzen beide vor Mikrofonen. Also so Webcam-mäßig. Machen so Webcam, so, ne, nicht, wir sind schon im selben Raum. Ja, ja. Und machen es halt so wie so Anke Engelke und so und El Hotzo, wie die ihre Podcasts machen. Und machen dann auch so Gags zusammen, die wir auch dann hochladen. Aber nur für diese eine Ausgabe. Ja. Das aber ich schneide das hin und her? Oder ist das, ich glaube, es ist hin und dauerhaft her. Okay. Aber es ist hin und her schneiden irgendwie. Oder machen es halt auch irgendwie mit so zwei Bildschirmen. Weißt du, man muss ja keine Shorts draus machen. Ich kann ja auch sagen, mach normales Format. Und machen uns halt parallel drauf. Naja, also man kann das schon machen, das hinherschneiden ist ein übelster Aufwand. Mhm. Aber zum Glück habe ich da keine Lust drauf. Nee, wäre doch eine Idee. Wir können ja auch, wie gesagt, einfach beide im Bild sein. Wäre ja auch witzig. Ja. Nee, können wir machen. Ich möchte dann so eine richtig schöne, schlechte Videoqualität und du kriegst dann richtig crispy und dann passt das richtig nicht zueinander. Dürfen das die Leute erfahren? Ja, ne? Das ist ja, ja das ist voll okay. Eine revolutionäre Idee, die wir da haben. Da dürfen sie ruhig mal reinhören. Unser Podcast ist ja auch eine Art Zukunftswerkstatt, weißt du? Das stimmt. Wir bilden eine bessere Zukunft. Ich weiß noch nicht wie, aber wir machen das. Für eine Zukunft mit Zukunft. Ja. Hallo Leute. Oh, ihr seid ja schon da, ne? Sapperlot noch eins. Wer sabbert hier? Welcome. Sapper Alot, guten Morgen. Schönen Sonntag euch allen. Schönen Sonntag. Schöne Sonntag. Es ist wieder mal Brennpunktzeit. Ja, das bedeutet für die ganzen neuen Leute, die hier schon wieder reingespült worden sind, die uns aber alle hassen. Das bedeutet, dass wir die letzte Woche nochmal Revue passieren lassen, sie für euch einordnen, sie bewerten. Ja, welche Attentate waren denn wieder? Naja, gut, das gibt Abzüge in der B-Note. Da wurde ein Messer verwendet statt einer Pistole. Das ist ja langweilig. Nicht mal gefilmt. Nicht mal gefilmt. Was ist da denn? Also wenn du deinen Attentat nicht livestreamst, dann gibt es direkt keinen Punkt. Das ist auch kein Tat, das ist ein Attentat. Ja. Wenn du mich fragst. Und um das gleich mal zu adressieren, ja, wir sind durch dieses Höcke-Vogt-Ding wahrscheinlich, also da hat jemand gesagt, in die Trends, wir sind nicht in die Trends gekommen, wir waren bei Paso Hanseln auf der Startseite, ja, die sich wahrscheinlich mit diesem Interview auseinandergesetzt haben und dann ist unser Video aufgetaucht auf YouTube und dann haben die auch ordentlich Kommentare hinterlassen. Das haben wir auch öfter mal, ne, dass wir irgendwie mal ganz kurz eine Bubble erreichen, die wir nicht erreichen wollen eigentlich. Naja, klar, also du siehst doch, mit denen lässt sich doch reden. Ja, man ja, kann doch die Leute. Der neueste Kommentar ist Chemtrails gegen Klimawandel. Das ist ja witzig. Leute, die gendern, kann man nicht ernst nehmen. LeutInnen hat Tino drunter geschrieben. Richtiger geistiger Brandstifter, ja, bist ne? du, Alter. Man muss immer auf das Niveau anpassen, der so. Leute. Alles Schwachsinn, sagt einer. Kanal muss weg. Alles immer unbegründet. Deswegen haben wir beide haben auch immer beide mal warum geschrieben. Ja. Ich finde, wir sollten einfach jetzt jede Woche einfach eine ganz kurze Kommentarsection machen. Mhm. Am Anfang. Weil ich vergesse manchmal auch, das zu lesen. Ja, bei uns ist das auch berühmt, dass wir so Sektionen machen, die dann nicht durchgezogen werden. Ja, wie der Plan, der hier hängt, lässt euch einen. Der ist halt hinter den Schrank gefallen und seitdem liegt er da. Aber jetzt hängt er an der Geburtstagsliste. Immer, ja, ist immerhin auch schön. So. Also bis Juni zumindest. Ja, die Rückseite halt, ne? Ach so, stimmt. So funktioniert das. Liebes YouTube, könnt ihr mir bitte mal erklären, warum mir so eine gequirlte Scheiße vorgeschlagen wird? Falsche Adresse, liebe Leute. Wir sind nicht YouTube, wir sind nur auf YouTube. Also müsst ihr schon Google anschreiben. Ja. Und hier der beste Gott, was seid ihr denn für Lobotomierte und wieso wird mir das in den Trends angezeigt? Oh, lobotomiert ist ein richtig geiles Wort, das merke ich mir auch. Weißt du, was es ist, lobotomiert? Ja, klar. Ja, geil. Ich habe bei mir einen regelmäßigen Zuschauer, der heißt so. Ah ja, okay. Ja. Also Lobotomierer. Seit wann werden mir Linksextreme angezeigt? Hallo? Die nicht, also das möchte ich von mir weisen. Ich nicht. Ich bin in jede Richtung extrem, außer rechts vielleicht. Also auch linksextrem, aha. Naja, also es macht halt Spaß, hin und wieder einen Polizisten zu verprügeln. Also willst du machen? Ja. Willst du machen? Anzünden ist ja illegal. Ach nee, warte mal. Seit wann werden wir Linksextreme angezeigt, die nicht einmal der deutschen Sprache mächtig sind? Hallo, wir haben früh um 12 aufgenommen, ja, da kannst du nicht erwarten. Nee, warte mal, ich glaube, die letzte Folge war abends, oder? Ja, war abends, glaube ich. Das ist der gleiche Effekt quasi. Wir haben auch schon so viel gesprochen an dem Tag. Ja. Und das muss er gerade sagen mit seinen Schreibfehlern hier in seinem das Kommentar, stimmt. Weißt du? Er hat seit
nämlich mit D geschrieben. Seit wann werden wir Linksextreme? Aber das ist ja ein Quatsch jetzt hier, ne? Die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und keine Ahnung von Politik oder irgendetwas haben. Das weiß ich von mir. Das haben wir vor allem niemals behauptet, dass wir das hätten. Ja? Ich kriege noch weiter in den Kommentaren. Ja. Euch zwei Voll-Idi, ja, hat er, also gegendert immerhin. Genau, ihr wollt Idioten nicht schreiben oder so. Zu Gast in der Honigwabe bei Kaspar und Schlome würde ich feiern, aber dort brauchen wir eure Argumente als Fascho und die abgelutschte, I guess, weil da ist nur ein Stern, aber da fehlen viele Buchstaben. Du musst halt Verben jetzt nicht unbedingt, nee, ist kein Verb, ist ein Adjektiv, musst du jetzt nicht unbedingt gendern. Abgelutschte Nazi-Keule, nee, die NZI-Keule. Also nicht mal der deutschen Sprache mächtig sein, aber es uns vorwerfen wollen. Gibt's wirklich Kaspar und Schlomo? Ist das ein Ding? Ja, Schlomo gibt's doch schon ganz lange. Das war der Typ, der den Koran verbrannt hat. Also der, soweit ich weiß, hat er jetzt nicht nur Schwachsinn erzählt, ja. Aber ich habe mich damit auch bestimmt 6-7 Jahre nicht befasst. Also Grüße gehen raus, wir kommen gerne vorbei und lassen uns mal richtig auseinandernehmen. Aber schon dieser Podcast-Name Honigwabe und Kaspar und Schlomo finde ich witzig irgendwie. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Honigwabe ist quasi der Podcast. Also ich glaube. Ich dachte, das ist ja auch so ein Bubble-Ding, weißt du? Da hat der Sofang schön korrigiert, ne? Die Grammatik und Rechtschreibung. Ja, und dann hat er das nicht gecheckt, dass er korrigiert wurde. Er hat dann noch selber gesagt, seit, das wird verwendet in Bezug, also seit einer gewissen Zeit. Ja, sagt er jetzt nicht, aber das ist uns schon bewusst. Und dann fällt ihm aber nicht auf, dass es trotzdem falsch gemacht hat. Ja. Das ist einfach großartig. Wenn es ein R ist, ne? Ich weiß gar nicht. Wer ist er? Anti-bolschewistische Liga? Ja, nicht, dass wir jetzt die anti-bolschewistische Liga hier falsch gendern und die Gefühle vorbelästen. Das wär wirklich das Letzte, was die anti-bolschewistische Liga hier hören möchte. Ach, schon den Namen anti-bolschewistisch, Ada. Warum denn? Wirklich lösch dich. So, nein, hallo, ist doch witzig. Komm, wir reden mal mit dir. Komm in den Podcast. Ja, warum nicht? Wir komm rum. Diskutieren für. Mein Discord ist Altschauerberg TV. Komm rum und wir diskutieren mal über Politik. Ist denen bewusst, dass wir ja auch nur zwei Kaspar sein wollen, so ein bisschen? In der Honigwabe, ja. Wie oft betonen wir von unserem 3/4, 16, 38, 1/2 Wissen hier? Ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich gucke mir die Welt an und versuche drüber zu lachen, weil anders geht's ja nicht. Das ist ja auch unsere Aufgabe irgendwie als Quatschköpfe. Aber ihr wisst ja, ich bin ja öfter unterwegs bei Instagram und bei Facebook und so, die Kommentarspalten. Und diese Debattenkultur von, ich nenne es mal jetzt von rechts, ja, oder von Anti-Links, ist immer sehr ähnlich. Ich habe jetzt ein paar Screenshots gemacht, wo ich halt, da gab es eine Karikatur, wo halt eine männliche Person im Kleid und Schminke und Perücke halt neben seinem Auto steht und das Auto hat eine Panne. Davor ist halt eine Frau auf dem Motorrad und er hilft, das Auto zu reparieren. Da schreiben die halt so Deutschland im Jahr 2025. Wo ich geschrieben habe, ja, uns doch toll, wenn irgendwie eine Frau auch einem Mann helfen kann und der Mann die Freiheit hat, in einem Kleid rumzulaufen, wenn das überhaupt als Mann definiert, ist doch einfach Freiheit und so, und es gibt dann dafür Gegenargumente, und da kommt so als einer Frauen der ersten Scheiße. Da kommt als einer der ersten Kommentare, du ekelhaftes Drecksvieh. Und ich denke mir halt so, ja, okay, das ist doch langweilig. Wenn ihr keine Argumente habt, einfach die Fresse halten. Ganz einfach. This is not how it works. Aber ich bin doch offen für Kritik. Ich will doch auch irgendwie, dass Argumente kommen. Wie bei unseren Kommentaren, als wir über den Nahostkonflikt gesprochen haben. Da gab es auch Leute, die waren sehr hasserfüllt uns gegenüber, aber die haben wenigstens auch Argumente gebracht und haben so ein bisschen begründet, warum sie so aufgebracht sind. Mhm. Das fand ich ja noch in Ordnung. Ja, da gab es ja auch wieder reichlich Rumpumpel und Säbelrassel in dieser Woche bei diesem Nahen Osten. Ich habe da mal einen Gegenvorschlag. Wir schieben den Nahen Osten einfach mit in den Fernen Osten. Okay. Da haben wir doch alle was davon. Um den Konflikt nur, noch zu entfernen. Nur mein liebes Japan leider nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Ja, was war da denn los? Naja, es war doch so, dass der Iran irgendwie Israel angegriffen hat und haben halt. Da sind die Drohnen losgeflogen. Das waren wohl aber Hunderte, und dann haben aber die USA und noch andere, haben die abgewehrt und sind wohl fast alle dann daneben gegangen und so. Und das macht doch gar keinen Spaß, Israel anzugreifen. Die haben diesen Iron Dome da über ihrem Scheiß, ja. Da kommt ja nichts durch. Da musst du ja jetzt wirklich langsam mal die Katapulte auspacken oder so. Das ist doch öde. Ich glaube, das war einfach nur so ein Prinzipding. So einfach jetzt mal provozieren und gucken, was die machen. Und wenn die wieder einen Gegenangriff machen, dann können wir wieder sagen, oh, die bösen Israelis sind auch ganz schön gewalttätig. Wahrscheinlich geht es ein bisschen in die Richtung. Ne? Ich kenne jetzt die Argumentation nicht. Und der Iran schießt quasi diese ganzen Drohnen auf Israel. Sagt danach, jetzt ist Ruhe. Kein Gegenangriff machen. Das war jetzt unsere Reaktion. Jetzt ist wieder immer quitt quasi. Wo die USA auch zu Israel gesagt haben, ey,
denkt ein bisschen jetzt mal nach, kommt mal runter und so, es war scheiße, aber ruhig verhalten. Aber ruhig verhalten und so. Dieses wie der Techno-Viking in seinem Video, wenn der so mit dem Finger zeigt. Kennst du nicht? Ich kenne nur Michael Jackson Beat It, wo er die beiden Gruppen so fernhält, dass sie sich nicht angreifen sollen. Ja, genau. Stattdessen lieber einen Tanz aufführen sollen. Ja, also das wäre doch auch auf der World Stage jetzt mal ein Move, oder? Stattdessen einfach mal ein Dance-Battle, sich gegenseitig bedienen. Und es muss MCM anleiten. Und das dann live übertragen, die Einschaltquoten, die bringen mehr Geld als ein Krieg ein. Aber es ist ein witziges Video, wenn man einfach so auf Michael Jackson Joe Bidens Kopf macht, in diesem Beat It Video, und dann kommen irgendwie auf der einen Seite Israel, auf der anderen Seite kommen dann so Iran und die wollen sich gerade so angreifen, dann kommt aber so Joe Biden, mal hält die beiden so entfernt und sagt, komm, fang an zu tanzen und so und... Ja, ich glaube, cool. Es ist nicht ganz der Realität entsprechend, aber ja, wäre witzig. Ich glaube, dass der amerikanische Präsident tatsächlich langsam nicht mehr so die Strahlkraft hat, unabhängig davon, wer das jetzt ist, ob das Lachnummer Trump ist oder sindiler Mann Biden. Aber insgesamt glaube ich, da ist nicht mehr viel zu holen. Nee, es war kacke und trotzdem hat jetzt irgendwie Israel wieder... Haben die angegriffen schon, haben sie es angekündigt? Die haben noch zurück angegriffen, aber halt auch nur so ein bisschen hier so. Und bei dem ursprünglichen Angriff ist irgendwie ein Mädchen verletzt worden, aber es interessiert halt keinen, weil es halt eine Frau. Wahrscheinlich, und, ja, das ist doch, das war das glorifizierte Säbelrasseln, da bin ich mir sicher. Wir sehen uns nächste Woche. Also 200 so Drohnen darüber schicken, das ist schon ein bisschen mehr als Säbelrasseln, aber na gut. Die wollten halt, die hatten kein Silvesterfeuerwerk und die wollten das jetzt darüber schicken, dass das dann an der Luft zerschellt und dann cool, dunkles Spektakel. Ja. Und dann hätten sie mal machen sollen. Das wäre so ein bisschen wahrscheinlich die AfD-Methode gewesen. Ganz, ganz doll austeilen, dann wenn irgendwas ist, dann, ach nee, so war es gar nicht gemeint. Es war nur ein Feuerwerk. Jedenfalls dumme Aktion vom Iran. Kann man von, also es gibt nur Gewinner da unten. Ja, absolut. Das kann man so festhalten. Aber mehr habe ich nicht mitbekommen über die Woche von diesem Konflikt. Ja, aber im Nahen Osten gab es ja noch einen viel größeren Gewinner, nämlich Dubai. Die haben ja ganz groß gewonnen und zwar Regen. Ich dachte erst, ich wäre du. Sag so, du. Du bist leider nicht Gewinner. Du warst nämlich nicht in Dubai, wie ApoRed, der allerechte RED. Der reichste YouTuber von allen. Ja. Der jetzt hoffentlich richtig nochmal eine Darmspülung bekommen hat, denn das Wasser stand bis zum Arsch hoch. Hast du es nicht mitbekommen? Ach doch, das habe ich auch in der Oase gesehen, wo man sich einkaufen kann, habe ich gehört. Genau. Und die haben wohl keine Gullideckel oder so, meinte jemand. Dieser keine jemand Gullis. War ich. Die haben halt einfach kein Kanalisationssystem, weil die normalerweise kaum Regen haben. Mhm. Es kam jetzt so viel Regen runter, wie die sonst in 2 Jahren haben. Und es waren so ungefähr 1,5 Meter, so 1,2 bis 1,5, so in dem, ne? In dem Rahmen. Und die haben auch so ein geiles Vorher-Nachher-Bild. Hier ist so ein geiles Bild, wo nur so ein kleiner Pool ist und dahinter ist Wüste. Und zack, plötzlich hat er da einen See. Oh, geil. Das sieht eigentlich richtig geil aus. Wenn du es nicht wüsstest, sieht das aus wie so ein Urlaubsparadies. Ja. Wo du sieht besser aus als vorher, ne? Wo du von deinem Pool aus das Meer siehst. Die sollten das so lassen. Auch diese ganzen Autos, die unter Wasser stehen, sollte so bleiben, finde ich. Aber gab es Tote bestimmt, wa? Naja, das ist also... Wo gehobelt wird, fallen Späne, sag ich mal. Ne? Aber sind ja nicht so reich in Dubai, dass sie aber trotzdem so ein Kanalisationssystem anbauen können. Nö, auch wenn sie es gar nicht brauchen. Das ist doch ein Sinnbild, eine Metapher für die Arroganz der Menschheit, weißt du? Ah, wir machen jetzt hier unseren Safe Haven, wir ziehen jetzt hier aus dem Nichts mit unserem Ölgeld einfach mal ein Steuerparadies hoch und alles ist super toll und reichen und schön und dann huch. Ja, das reicht ganz jetzt schön haben langsam. Sie den Salat. Es reicht ganz oder schön die langsam. Suppe. Dumm gelaufen, richtig scheiße. Ich hoffe, dass es schnell wieder abläuft auch, so schnell wie es dumm gelaufen ist. Und na, es die Sonne trocknet das weg. Komm, 1-2 Tage, das wird dann ein bisschen riechen. Aber das geht sind, schon. Sind da nicht auch ganz viele so Influencer und so? Ja, ja. Simon Unge, nee, der war ja auf Madeira. Ja, ja, wenn Madeira unter Wasser steht, schwierig. Das läuft ja nur in Ozean dann schnell ab. Ne? Aber wird jetzt hier der Groß Kotz von Dubai dir eine Mail schreiben. Hier, ich will auch mal die kleinen YouTuber unterstützen, und kleine Influencer unterstützen. Ich gebe dir jetzt mal eine Mille und kriegst ein Penthouse in Dubai. Mhm. Und du filmst jetzt einfach mal ein Jahr Skate-Videos, wie schön unsere Stadt aussieht. Du musst nicht mal sagen, wie toll die Politik dort ist. Einfach nur zeigen, wie schön die Stadt ist. Würdest du es machen? Also wenn die Conditions genauso sind, würde ich es machen. Weil in den Conditions hast du jetzt nicht gesagt, dass ich in Dubai leben muss. Ja doch. Sollst ich krieg da ein Penthouse, aber ich wohne da halt. Ach so, nee, schon in Dubai sollst du schon da rumskaten auf deinem Brett. Ich kann überall rumskaten auf meinem Brett. Ich gehe dann dahin und mache dann aber Urlaub. Ach so. In Deutschland. die ganze Zeit über quasi. Ja. Nee, also gut, 1 Million ist natürlich viel Geld so.
Da will ich jetzt nicht Nein sagen, aber die Vorstellung, in Dubai zu leben, ist schon nicht geil, muss ich sagen. Also, ich Na, mag als ja, Mann? ja, aber ich mag ja Wärme schon sehr, aber dieses trockene, permanente, die beheizen, die bekühlen teilweise ja die Außenluft da, genau wie in Katar. Und das ist schon nicht so geil. Das stimmt Und leider. es wird ja nur weniger geil in der Zukunft. Also, ja. Also bist du nicht so leicht zu Wenn, schmieren? also, wenn, wenn ich nicht sagen muss, dass Dubai geil ist, dann ist das schon attraktiver, ja. Ja. Aber wirklich da wohnen, ich weiß nicht. Also bist du nicht Also so. skate mal bei 40 Grad, da hast du nicht so Bock Ich skate bei drauf. gar keinen Ja, Temperaturen. da haben wir es nämlich. Also bist du nicht so bestechlich wie der AfD-Politiker Büstron. Oh. Denn da gab es ja schon länger jetzt Gerüchte mit Maximilian Krah auch, der Spitzenkandidat der EU-Wahl für die AfD. Die sollen wohl Geld angenommen haben von verschiedenen diktatorischen Einrichtungen, Ländern. Und das haben sie abgestritten stets. Und jetzt gab es aber wohl Audioaufnahmen, die von einem tschechischen Nachrichtendienst vorgespielt worden sind, wo man wohl relativ klar hören kann, wie der Bistron, also von der AfD, wohl Geld entgegennimmt in diesem Auto und das Geld zählt, wo auch Absprachen getroffen werden. Also man hört so Geld rascheln und sowas. Und die AfD ist immer noch dabei, Das war das aber dann Kleingeld, wenn das so raschelt. kann sein, hat geklimpert vielleicht, so gluck, 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 gluck. Und noch bestreitet er es, aber langsam werden halt die Beweise immer dichter und auch für Maximilian Krah wird es immer schwieriger. Und es dürfen wir gespannt sein, was da noch so rauskommt. Ich nehme jetzt mal kurz die Perspektive der antibolschewistischen Liga ein. Das Fake News, das ist, das haben die Leitmedien sich ausgedacht und ihr wiederkaut das, ihr seid doch systemgesteuert. Da kann ich nicht mehr dagegen sagen, stimmt, Ja. ist einfach richtig. So. Ja, aber du musst doch auch, wenn du diese Ansicht hast, dieses bolschewistischen Ligakriegers, musst du ja gucken, wie weit geht denn deine Verschwörungstheorie? Dass die deutschen Medien gelenkt werden von Merkel oder jetzt von Nee, es Scholz, ist immer noch Merkel. okay, von Merkel, ist ja irgendwie eine Sache, Die ja? hat gekündigt, damit die das Vollzeit Ah, machen kann okay, jetzt. gönne ich ja auch, der nicht der Antitelmann, der Angela Merkel. Gönne ich ja auch. Das ist noch irgendwie eine Art von realistisch, wo ich sage, okay, darüber kann man sprechen, über sowas, ja? Immer noch albern, aber kann man sprechen. Hier geht es ja um internationale Geheimdienste, hier geht es ja um Tschechien und auch andere Geheimdienste haben da mitgearbeitet und auch andere Medien berichten ja ähnlich über die AfD. Sie, auch in den USA reden sie ja von der Right Wing Party und so, was keine Party ist und eine Partei ist. Und da muss es ja eine weltweite Verschwörung geben von allen Menschen, die in den Medien arbeiten, die halt die AfD kaputt machen So wollen. ist es. Weil die einzigen sind, die sich trauen, die Wahrheit zu sagen. Interessant, ne? Also das finde ich immer krass, was es für Dimensionen annimmt, was sie einem auch unterstellen. Ja, es ist halt so. Ja, okay. Naja, also guck doch mal, ist doch klar. Weil die wollen als einzige einfach mal was Gutes für den Bürger, ja. Und das kann man natürlich weltweit nicht wollen, weil wir sollen ja schön klein gehalten werden. Ja. Ich habe auch so ein Video gesehen von irgendeinem Typen, der natürlich so richtig anti-grün eingestellt ist und hat gesehen, der einen Teil von dem Windrad, also die Windräder werden ja auch dann in kleinen Teilen über die Autobahn transportiert und so. Die werden auch nur aufgestellt, um unsere deutschen Vögel Genau, auszurotten. darum ging es. Und hat er halt ein Bauteil gesehen von diesem Windrad, wo so Zacken dran sind. Und er so, ja, damit unsere Vögel Noch schön schneller. abschlachten Weil, können. wenn so ein Vogel getroffen wird von so einem Ding mit 80 km/h Ja. Rotationskraft, ja, dann stirbt er nicht. Da muss eine Klinge dran. Genau. Und es ist halt falsch, also wenn man sich mal recherchiert, also das ist einfach nur ein Bauteil, was halt innen verbaut ist. Also wie heißt das, diese Zacken sind gar nicht zu sehen und nicht zu spüren, die Vögel fliegen ja nicht davor. Aber schon mit diesem Halbwissen heranzugehen, ja, das muss doch das sein, um die Vögel abzustechen, es ist erstens mal dumm, ohne das mal überhaupt zu hinterfragen. Und zweitens, was die einem auch unterstellen, warum sollen denn eine grüne Partei, die doch angeblich so radikal für die Umwelt und für Tierschutz ist, warum sollen die denn absichtlich mit Zacken Vögel töten wollen? Es macht keinen Sinn. Und selbst wenn, es gibt ja auch Studien und so, die ja selbst die grünen Gegner gerne aufgreift, wie viele Vögel sterben durch Windräder, was ja auch stimmt, also ein paar sterben dadurch. Und das nehmen die immer so als Hauptargument. Es kann nicht sein, dass so viele Vögel sterben wegen Windrädern. Aber wenn du mal guckst, warum Vögel noch sterben, nämlich wegen Autos, wegen Katzen, das sind irgendwie 20 Mal mehr, die da sterben, und das juckt die dann nicht. VW macht basically Genozid an Vögeln. Ja, genau. Volkswagen abschaffen. Und das soll so konsequent sein. Deutschland verrecke!
Das will ich mal, heute bin ich aber einmal quer über das gesamte Spektrum hier. Da will ich mal nicht reinkrätschen, was du gerade gesagt hast. Aber ich meine, ich bin doch okay damit, wenn die Leute eine Meinung haben und es nicht gut finden, dass Vögel sterben. Da gehe ich auch völlig mit. Aber die sind nicht konsequent, das stört mich halt. Ich habe eine Idee. Ja. Also diese ganzen Linksextremen, die Deutschland vor Recke immer sagen, ja, hört jetzt genau hin, ich habe die Idee. Wir gründen jetzt zusammen mit der AfD das vierte Großdeutsche Reich und dann greifen wir Israel an, rennen alle in diesen Dom rein, sterben und dann haben wir Deutschland vor Recke erreicht. Und so können wir beide Seiten glücklich machen. Ja, okay. Kannst du mal im Bundestag vorschlagen? Ja. Oder eine Partei. Ich glaube, ich bin da einer heißen Sache auf der Spur. Wir können wirklich so eine Einigung kriegen. Endlich mal. Also du kannst so eine Ein-Themen-Partei gründen. Hm. Als die Frieden für alle. Die Deutschland vor Recke-Partei. Genau, warum nicht? Aber rechtsextrem. Deutschland vor rechtsextreme die Partei. Die NSDAP rechts überholen, finde ich gar nicht schlecht. Ja. Warum nicht? Ja, so viel zur AfD und so viel zu Verschwörungstheorien. Ich will auch nicht mal so viel darüber sprechen, ja, aber irgendwie regt mich das furchtbar auf, weil die einfach nicht konsequent sind. Hm. Ja, aber also diese ganze Meinungsmacherei, das ist ja klar, wenn du eine Generation erziehst, die dann nur zu hören bekommt, du bist der Größte und kannst die Welt erobern, ja. Früher war der Bauer auf dem Feld und wusste, dass er ein Idiot ist und ja, keine Ahnung hat. Und heute denkt jeder, ich bin individuell, ich bin was ganz Besonderes, ich muss zu jedem Thema eine Meinung haben. Und dann kommt halt raus, ja, die komischen Drehrum-Bumm-Dinger da auf dem Feld, die zacken unsere Vögel mit ihren Also so würde ich Zacken. Nicht sagen, dass das Bauern auf dem Feld dumm sind, aber... Früher im Mittelalter, da wusste der Bauer, dass er keine Ahnung hat. Der hat nicht plötzlich den Gelehrten vom Hofe gesagt, naja, aber hier, die Relativitätstheorie sagt was anderes. Vor allem vor 500 Jahren war das jetzt eher unwahrscheinlich. Ja, du weißt, was ich meine. So. Und heutzutage ist halt... Das ist halt so die Mentalität, der Kunde ist König, jeder kriegt seinen Teil und so, ne? Und dann hat auch jeder eine Meinung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr gewertet, ich will das gar nicht werten, das ist einfach ein Phänomen, das da mitkommt. Aber, also, ich habe das Gefühl, ich sage jetzt betont Gefühl, damit mir nicht wieder Halbwissen unterstellt werden kann, aber dass das schon, das sehr hoch ist, dass jeder zu jedem Thema irgendwie eine Meinung haben muss. Dass es viel weniger ist, dass Leute sagen, zu dem Thema habe ich gar keine Meinung, das ist mir egal. Oder im besten Fall, da habe ich nicht genug Wissen, um mir eine fundierte Meinung zu gründen. Mhm. Aber da muss ich sagen, da bin ich auch erst reingewachsen. Also als ich noch so Teenager war, hatte ich das Gefühl, auch zu vielen Sachen eine Meinung haben zu müssen. Ne? Mhm. Also gerade so im politischen Diskurs, und da war ich halt noch nicht ganz so in den Themen drin, da war da schon eine starke Meinung, so wie von wegen Antirassismus und so, aber ich konnte es selten so richtig gut begründen, wie ich das vielleicht heute kann. Ne? Aber je mehr ich weiß über diese Politik und je mehr ich über die Welt weiß, desto weniger habe ich das Gefühl, weiß ich wirklich. Und gebe auch mal zu, dass ich Sachen nicht weiß und sage auch mal, dazu habe ich zu wenig Ahnung, um mir da eine Meinung zu bilden. Wie bei dem Nahostkonflikt zum Beispiel. Ich bilde mir schon ein, viel darüber gelesen zu haben und habe auch mit Leuten gesprochen, die pro-Palästina sind. Ich habe in meinem Freundeskreis auch Leute, die pro-Palästina sind. Mein Freundeskreis Leute, die selbst jüdisch sind und die israelische Wurzeln haben. Ich kann kein Judenfeind sein, ich habe einen jüdischen Freund. Ja, genau, solche Argumente. Und ich kenne so ein bisschen halt verschiedene Seiten. Und ich höre von beiden Argumente, die sinnvoll sind. Aber ich, während du schon Laura Müller googelst... Ja, ich wollte gerade wichsen. Ich finde das Video nicht... Es ist Geschello-Band tatsächlich. Echt jetzt? Ja, ja. Du musst, hier ist nur noch dieser Song-Upload an sich, der hat aber auch schon 500.000 Aufrufe. Also du musst halt ihren Account suchen bei YouTube, danach draufkommen quasi. Aha. Du musst also Laura Müller suchen. Das ist ja wild. Guck mal, Laura Müller ist die musikalische AfD. Die wird nur unterdrückt gerade hier. Die Arme, ja. Das ist ja wirklich... Mann. Also ja, ich wollte gerade von der einen Katastrophe zur nächsten. Ich war auch schon fertig. Du konntest ruhig weiterreden. Jetzt hast du natürlich hier das schon gesagt, was ich mache. Ich habe dir zugehört. Ich wollte einfach nur gucken, wie viele Aufrufe das Video jetzt mittlerweile hat. Ich würde nur damit sagen, dass es halt auch mal mutig ist und auch schlau ist, mal zu sagen, dass man nicht alles weiß und nicht zu allem eine gefestigte Meinung hat. Es ist auch mal okay. Ja, ich finde ihren Kanal nicht. Ich finde nur diesen YouTube-Thema-Kanal. Das ist ganz komisch. Laura Müller. Das ist schon gesperrt worden, kann ja auch sein. Also als ich geschaut hatte... Die wollen die Wahrheit unterdrücken. Ich habe es gestern so um 10 gesehen oder 10:30 geguckt, als ich noch im Bett lag. Und da hat es ungefähr 200.000 Aufrufe. Das hat jetzt garantiert mehr, aber es ist halt einfach weg.
Also offensichtlich hat es mehr und nicht weniger, aber ja, also ich finde dieses Musikvideo nicht. Ja, was ist denn passiert? Laura Müller, die ihres Zeichens, das klingt irgendwie ganz komisch, das ist auch dieses Patriarchat. Laura Müller, die seines Zeichens, das klingt richtig. Ihres Zeichens ehemals 18-jährige Ficke von dem komischen Wendler-Typen. Ja. Der sich auch so halbwegs rehabilitiert zu haben scheint. Mein Verlauf. Aha. Es hat auch nur 600.000, also das andere wird halt sehr viel mehr gefunden als dieses Musikvideo. Es hat 600.000 Aufrufe zum Zeitpunkt der Aufnahme und 1.700 Daumen hoch. Ich als YouTube-Experte, ja, ich mache das ja jetzt ganz lange, kann euch sagen, das ist nicht so viel. Ja, die Dislikes werden sehr krass sein. Die kann ich jetzt bei mir nicht gucken, weil ich habe jetzt diese komische App nicht drauf, die das wieder aufmacht. Am PC habe ich es gesehen, also es war wirklich so 2% positive Bewertung. Aber wir können es kurz anreißen. Laura Müller ist ja die Ehefrau, glaube ich, von Michael Wendler. Mittlerweile, maybe. Genau, also sie sind auf jeden Fall zusammen. Also Michael Wendler, der Schlagersänger, der jetzt getürmt ist vor der bösen Corona-Diktatur. Ja. Und sich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen in den Arsch speist, dafür, dass sie diesen Scheiß geglaubt hat. Soll lieber ihr mal in den Arsch speisen. Sie hat sich bisher nicht geäußert politisch und hat immer nur gesagt, dass sie zu ihr Michi steht. Und sie ist halt selber jetzt irgendwie Model und hat sich für einen Playboy ausgezogen. Sie ist halt auch sehr jung. Das ist schon lange her, oder? Sie ist jetzt irgendwie 20 oder 21. Und die hat auch Kohle. Hat jetzt einen Song rausgebracht, der heißt Superstar, wo sie über OnlyFans singt. Sie macht ja auch OnlyFans, aber da ist noch nichts zu sehen. Das weiß ich von Berichten von Leuten, die das gekauft haben. Das ist ein bisschen Scam, kann man sagen. Die reden einfach nur ein bisschen über ihren Alltag. Das Laura Müller ist bereits 23, lieber Tino. Oh. Das war wieder dieses 16. Wissen. Das ist eine sehr wichtige Information, die ich jetzt hier einmal gegenrecherchiert habe. Sie hat 5 Tage nach mir Geburtstag. Allerdings ist sie glatt 2000 geboren. Ja, das heißt, sie wird sogar schon 24. Die ist basically Rentnerin in Malle-Jahren. Ja, wird mich eventuell nicht mehr lange mit ihr zu tun haben wollen, glaube ich. Also ich muss ja gestehen, als damals Michael Wendler irgendwie so ein bisschen abgedreht ist, da habe ich die, glaube ich, das erste Mal gesehen, da dachte ich, och, die hat ja ein niedliches Gesicht, ja. Und dann gucke ich mir jetzt, schon hübsch, da gucke ich mir, aber hast du dir dieses Video mal angeguckt? Diese Pornifizierung von Frauen finde ich in 95% der Fällen richtig abstoßend. Ja. Und auch das, und das könnte halt auch jede x-beliebige sein, aber darum geht es ja gar nicht. Sie dachte sich einfach nur, Bibi Wapp-Bapp, das kann ich auch. Oder halt Katja Krasewitze mit ihren Songs, wobei die ja eigentlich musikalisch fast Queen. Anerkannt ist. Jetzt ist es eine Katja Queen. Katja ist eine Queen. Tino, mein Gott, wo bist du? Sorry, die ist eine Queen, ganz einfach. Du bist abgedriftet. Nee, eben nicht. Du bist abgedriftet. Abgedriftet in die Vernunft ausnahmsweise. Nee, und ich habe auch kommentiert, dass jetzt endlich Bibi aufatmen kann, dass sie nicht mehr den schlechtesten Song der YouTube-Geschichte gemacht hat, sondern jetzt ist es Laura Müller. Wobei Wapp-Bapp halt natürlich aufrufemäßig sehr weit vorne liegt. Natürlich. Ne? Was haben wir denn da mittlerweile? 67 Millionen. Ja, das wünscht die sich, die Laura Müller. Ja, vor 6 Jahren, wenn es mal hochrechnet, wenn jetzt schon dann. Nee, kann man nicht hochrechnen. Aber es wird auch noch ein paar Aufrufe kriegen, wird auch noch die Millionen kratzen. Aber der Song ist einfach wirklich schlecht gemacht. Ne? Also, es sind furchtbare Reime, sie singt nicht gut. Sie reimt rund auf jung, da krempelt sich bei mir schon wieder die Vorhaut sonst wohin. Und, das muss aber als Ärztefan noch ein bisschen gewohnt sein, so unsaubere Reime. Na, also das verbitte ich mir. Ja, das also bei Junge zum Beispiel ist das so. Dann gar keine Reime bei Junge, oder? Naja, irgendwie Lehm und weiß ich nicht genau. Also Sterben. Ja. Ja doch, aber sie haben manchmal auch Reime, wo ich mir auch so denke, naja, komm. Naja, also die sind schon in den meisten Fällen halbwegs sauber. Ja, da will das auf die Ärzte jetzt, also da sind die Onkels schlimmer. Aber ja, das weißt das du natürlich als großer Fan. Und ich weiß nicht, wer von euch noch Oli P. kennt, ne? Der hat auch damals Rap gemacht, hier Flugzeug in meinem Bauch. Hm. Und so in diesem, obwohl er eigentlich ganz gut singen kann, und auf dem Niveau rappt es auch. Ali P. hat auch so Songs gemacht, Flugzeuge in meinem Haus. Ah, ja, okay. Das ist okay. Übergehe ich jetzt mal ganz kurz. Das ist nicht okay, Tino. Da sind 3000 plus Menschen gestorben. Das weiß ich. Ich will ganz kurz mal nur ihren Flow mal kurz anreißen hier. Und gebannt. Darf man nicht zu lange spielen. Aber weißt du, was mich in diesem Video am meisten getriggert hat? Die will da sexy sein und dann läuft die in so einem komischen Lederding rum, was hinten so ein Tanga-Faden hat.
und der hängt so, so locker und schief, so wie so wie, wie ein Bauarbeiterhöschen quasi, hängt das so an der Arschritze vorbei. Und ich denke mir, komm, you had one job, Videochoreografer, ja? Das holt mich eh nicht ab, so diese Art von Sexiness. Ja, das ist einfach das ist auch dieses Plastikfressen-Gesicht, Alter, das ist ganz schlimm. Nichts gegen sie, ist bestimmt eine ganz Liebe, aber die sieht halt einfach aus wie... Die ist keine Liebe, die ist mit Michael Wendler zusammen, Alter. Die ist bei mir unten durch. Das ist Mitleid. Naja. So ein Samariter kannst du, glaube ich, nicht sein, um das durchzuziehen. Samariter ist ein sehr gutes Stichwort, denn in Australien gab es vor fast einer Woche ein großes Stabbing. Ja? Wir haben das schon angeteased am Anfang des Podcasts. Da ging es darum, dass Attentäter, die ein Messer benutzen, ja langweilig sind. Ja? Aber wir kommen noch zu einem Highlight. Highlight, das wird auch nochmal witzig, dieses Wort aus den Vereinigten Staaten, die das Attentat-Ding nochmal komplett revolutionieren. Da gab es einen Menschen, der in einer Mall 6 Leute niedergestochen hat und ein guter Samariter, nämlich eine einzelne Polizistin ohne Verstärkung, hat diesen Stabber aufgehalten. Das ist auch in den USA noch lamer, weil da haben die ja einfach Waffen überall rumliegen, und dann, also so Pistolen. Das macht ja keinen Spaß, don't bring a knife to a gunfight. Ne? Ja, und diese Frau, eine blonde Polizistin, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, wird sehr gerade gefeiert, ist einer der Top-Posts auch auf Reddit diese Woche. Es ist nicht mal ein gutes Bild, ne? Hier, guck mal, so ein ganz verschwommenes. What? Eine Frau, die Polizistin ist und den Stabber ganz alleine. Frauen können das? Krass, ne? Wow. Man glaubt's gar nicht. Nee, ist ja, ich will jetzt nicht so zynisch sein. Es ist ja okay zu sagen, Frauen können auch mal was leisten. Wenn sie sich anstrengen. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Fall, als doch mal in Wien so islamische Attentäter gab, die auch dann so um sich gestochen haben, glaube ich. Und da gab es eine Privatperson, also auch eine männliche Person, wusste man da auch schon, der hat die quasi zu Fall gebracht. Und auch die ganzen Rechten so, ja, das ist doch ein Held und so, der den Islamisten aufgehalten hat. Mhm. Aber der Mann war auch ein Muslime. Auch ein halt, Islamist. Ne? War auch ein Islamist quasi. Der hat gedacht, da das sind Christen. Da waren die ganz still auf einmal wieder, die AfD und FPÖ-Fans. Das war ganz spannend. Gönnt denen nichts, ne? Nee. Das ist schade. Nee, ist natürlich auch schade, dass da Leute gestorben sind. Was willst du machen? Außer halt als blonde Polizistin hingehen und sagen, hier, ich schlag dich kaputt. Mhm. Ja, finde ich gut. Also die weiter so. Die Heldin der Woche, kann man sagen. Ja, nee, ist schon wirklich schon geil, muss man sagen. Ich meine, vielleicht hatte die auch eine Polizeiwaffe, wollte ich gerade sagen. Vielleicht hatte sie auch eine Polizei dabei. Sie war die Polizei, oder? ja, sie war Polizistin. Ich hab mich dabei. Ist es auch immer noch, hoffentlich. Oder sie wurde gefeuert, weil, da sind 6 Leute gestorben, ist deine Schuld. Ja, kann sie sein. Nein, was wollte ich denn sagen? Was auch eure Schuld ist. Leite weiter, komm, es macht keinen Sinn. Was auch eure Schuld ist, ist, wenn ihr nicht wählen geht, denn heute war in meinem Briefkasten war heute eine Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen. Mhm. Die haben wir nämlich gerade in Thüringen, und ich weiß nicht, wo ihr gerade hört, ob ihr gerade in Polen seid oder auf Nordpol oder auf dem Mond. Hallo Alligator. Im Großdeutschen Reich hören die auf jeden Fall. Jedenfalls gibt es viele Wahlen dieses Jahr in einigen Bundesländern und Kommunen. Und auch nächstes Jahr die Bundestagswahl und Europawahl haben wir ja auch noch dieses Jahr. Und geht wirklich wählen, macht's einfach. Wählt alles außer die AfD. Ihr könnt auch von mir aus die FDP wählen. Martino, das ist jetzt Wahlbeeinflussung. Ja, natürlich, das darf ich auch. Du musst ja umgekehrte Psychologie anwenden. Wählt die AfD, ja. Nee, geht wählen. Nee. Ich will die Wahlbeteiligung nach oben ziehen, weil ich glaube, die profitieren davon, dass so wenig Menschen wählen gehen. Denn ich glaube, dass die Nichtwählenden nicht die AfD wählen würden. Und wenn echt alle zur Wahl gehen, wird die AfD versenken in der. Also das ist aber faktisch nicht gedeckt, ne? Also da gab es schon Statistiken, die in der letzten Wahl, glaube ich, war das, gezeigt haben, dass die meisten der vormals Nichtwähler AfD gewählt haben. Da habe ich letztens mich mit jemandem unterhalten, der... Aber das ist auch wieder 16. Wissen. Ich wollte es gerade sagen, habe ich mit jemandem unterhalten, der in der Politikwissenschaft unterwegs ist und also studiert hatte. Und der sagte mir, da muss man vorsichtig sein bei solchen Umfragen, weil gerade die AfD-Leute, die sind sehr gerissen, ne? Die haben es verstanden. Du sagst also, AfD-Wähler sind intelligent. Nee, aber die wissen, wie sie es machen müssen. Du sagst also, AfD-Wähler sind dumm. Ja, das sage ich auf jeden Fall. Da bin ich auf der Seite von Florian Schröder und sage, dass AfD-Wählende Nazis sind. Hm. Der hat es gut begründet. Ich bin auf der Seite von Gerhard Schröder. Guckt euch gerne der an. Der hat gute Beziehungen zu Putin. Ich habe Angst, wenn der kommt, dann bin ich bei Gerhard. Sowieso immer. Ja, was ich sagen wollte ist, dass sie auch gerissen sind. Es gibt, wenn sie
gefragt werden von so Meinungsinstituten, behaupten sie wohl auch gerne mal, dass sie vorher irgendwie nicht Wählende waren und jetzt aber zur AfD gegangen sind, um die AfD noch cooler dastehen zu lassen, weißt du? Und deswegen sind auch Umfragen oft so verfälscht und stimmen am Ende nicht überein, weil manche AfD-Wählende das verstanden haben, dass es ja auch eine Wirkung hat, wenn dann irgendwie in der Zeitung steht, die AfD holt die meisten Nichtwählenden ab. Dann fühlen sich viele Nichtwählenden wieder animiert, okay, dann muss ich die offenbar auch wählen. Das kann auch irgendwie aus der Richtung kommen. Es ist natürlich nicht bewiesen, aber da gibt es so ein paar Hinweise in der Richtung und das ist schon so ein Ding, ne? Gibt es bestimmt welche. Ich habe da auch eine Idee, wenn du das gerade so darstellst. Ja, das ist wirklich cool. Liebe CDU-Wähler, macht das doch auch. Geht zur Wahlurne und sagt aber stattdessen, nee, ich wähle heute nicht. Dann steht die CDU noch cooler da. Ah, ja. Es ist quasi das Gleiche. CDU wählen ist zu cool, um es zu machen. Ja. Finde ich gut. Also geht zur Wahl, wählt egal wen, aber nicht die AfD. Das ist mein Wunsch. Das darf ich auch hier also äußern. Wählen ist schon wichtig. Ja, ich möchte das hier nicht jetzt wegwischen. Geht wählen, ihr Schwänze. Ich finde, ihr müsst nichts wegwischen wie mich auf Tinder immer. Dankeschön. So, andere Sachen, die weggewischt werden. Hast du noch eine schöne... Ich habe noch ein Trump-Thema, Robin. Ja, ich auch, aber nur so ähnlich. Ich komm, wenn wir gerade bei Attentaten sind, da reiße ich es mal an. Ein Kollege hat sich angezündet. Ja? Der dachte sich, komm, Leute niederstechen, niederschießen, das ist irgendwie unsozial. Ich zünde mich einfach mal selber an und setze ein Statement. Allerdings war der weder ein Trump-Feind noch ein Biden-Feind. Der war ursprünglich relativ leger unterwegs zu dem Zeitpunkt, als diese News rauskam, war sein Instagram-Profil noch online. Mhm. Und da hat man gesehen, dass der eigentlich ein ganz normaler Dude war und dann ist irgendwann vor 10 Monaten seine Mutter gestorben. Und dann hat es auf einmal einen harten Twist gegeben und er ist ganz tief reingestiegen und er hat nämlich gesagt, dass Trump und Biden zusammenarbeiten, um ein totalitäres Regime zu erstellen. Oh, das ist eine neue Kategorie. Er hat auch ein Manifest verfasst, in dem steht, das heißt, I have set myself on fire outside of the White House oder so. Ich sehe gerade den ganzen Titel nicht. Oder ist es einfach nur outside? Der ist gestorben wahrscheinlich, ne? Der ist wahrscheinlich sehr gestorben dabei. Aber das ist gar nicht die große Meldung, sondern die größte Meldung darin, das ist, dass CNN zufällig in dem Moment eine Live-Berichterstattung quasi 10 Meter daneben gemacht hat. Ja. Und man sieht dann vor allem eine von diesen beiden Moderatoren, die alles wie so eine Auktion oder so verfolgt. Ja, oh, hier ist ein Arm on fire. Ah ja, das sind zwei Haufen, es sind mehrere Feuer. Ah, ich rieche verbranntes Fleisch. Das ist insane, Alter. Oh shit, Alter. In Manhattan, where we are waiting for history to be made. A full jury panel history be made, we are watching a man who was fully emblazoned in the front of the courthouse today. We are watching multiple fires breaking out around his body and person. We have seen das an arm that has been... Es ist so geil, Alter. Also es ist natürlich nicht geil. Da verbrennt einer, das ist schade und das ist, ich weiß nicht, welche eventuelle Psychose oder so dahinter steht. Das ist natürlich sehr schade. Aber wie diese Frau da steht und wie so ein FBI-Agent ihr Ohr so anfasst und dabei, ja, also folgendes ist ja der Fall. Es ist wahrscheinlich eigentlich normal, das dann zu machen, als jemand, der halt News macht. Klar, du musst es dann irgendwie kommentieren. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da richtig das Adrenalin pumpt. Und ja, Redeschwall, ja, und es riecht da verbranntem Fleisch. Und jetzt kommen Leute, aber es ist alles hilflos. Da sind drei Haufen, die brennen jetzt. Das ist ganz absurd, Alter. Du musst da ja auch gerade abliefern. Ne? Dein Job ist es ja irgendwie so Anchorwoman zu sein in dem Moment. Du musst es da auch kommentieren. Und du weißt, es muss ja auch krass sein, du weißt, dass dieser Clip, den werden Millionen Menschen sich angucken. Ja. Ne? Das muss voll der krasse Druck sein. Naja, und vor allem sieht die ja gleich auf die Aufstiegschancen. Ist nicht hier Peter Klöppel oder so durch irgendwie 9-11 oder durch... Ja. Oh, noch eine neue Kategorie. Steckt Peter Klöppel hinter Osama Bin Laden? Nee, aber war das nicht der damals das so viel kommentiert hat, der irgendwie 24 Stunden wach war und jede Sekunde gesagt hat, ja, die Häuser sind immer noch kaputt? Ja, doch, der hat auch einen Preis bekommen dafür. Siehste? Das war so eine Fotomontage, wie man sie in so einem Bad anmontiert und so diese Uniform von ja, Bin Laden. Also Krisen machen Karrieren. Karrieren. Kalorien. Wir machen Karrieren in Algerien. Ach nee, finde ich eine krasse Aktion. Und es gab aber drei brennende Haufen, aber nur einen naja, ich weiß nicht, der ist so auseinandergefallen vielleicht. Boah. Es ist schon scheiße. Also nicht cool, dass es sowas gibt. Und ey, das war Full Consent.
Ja, klar, was vollkommen. Ja, mehr oder weniger. Man kann, glaube ich, bei so psychisch erkrankten Leuten, wie er es ja wahrscheinlich gewesen ist, nicht von Konsens sprechen. Naja, also. Also, ey, aber auch krass, diese Behauptung, dass ja Biden und Trump unter einem Hut stecken. Aber da gibt es wohl einige inzwischen auch, die ehemalige Trump-Anhänger sind, die jetzt behaupten, dass Trump ja auch einer von der Elite ist, die es mal gerafft haben, das auch dahin gehört. Mhm. Aber er wurde jetzt auch erwischt, wie er eingeschlafen ist im Courtroom. Also, der Schlingel. Ja, er hat sich noch lustig gemacht über Sleepy Joe, über Joe Biden, der mal weggepennt sein soll. Und er selber ist jetzt auch im Gerichtssaal weggepennt. Also echt witzig. Schlafen ist ganz normal. Hallo? Auch in dem Alter, schämt ihn nicht? Nee, ich schäme den ja nicht, aber er schämt die andere dafür, dass sie einschlafen. Dann macht es das irgendwie komisch. Ist schon eigentlich lächerlich, dass da einfach nichts passiert, ne? Ich weiß gar nicht, welcher Fall das ist. Ist das immer noch das Stormy Daniels-Ding, ich glaube? Das ist doch immer so bei diesen Rechtspopulisten. Wenn du jetzt auch mal diese ganzen AfD-Skandale mal umdrehst, wenn das alles Merkel gemacht hätte oder wenn das die Grünen gemacht hätten, Ricarda Lang und so, das wäre übelst der Skandal. Warum heißt sie eigentlich Ricarda Breit? Ja, sowas halt, ne? Das sind halt Sachen, oder was war es noch? Ich hatte noch so einen ähnlichen Gedanken. Genau, die sagen ja immer, die AfD wäre ja demokratisch, weil sie gewählt worden ist. Mhm. Aber bei den Grünen schreien sie auch mal ganz doll über von Diktatur und so. Wenn du aber sagst, sie ist noch auch demokratisch gewählt worden, das ist ja was anderes bei den Grünen. Ja. Du kannst die nicht greifen, die Leute. Wisst ihr etwas von diesem ganz gesunden amerikanischen Patriotismus? Ja? Ich liebe mein Land, auch wenn ich verliere. Was ist denn daraus geworden? Mhm. Aha. Ja, wie Obamas Gegner damals, der, wie hieß er, McCain, der auch danach der Wahl sagt, irgendwie, er geht mit Obama nicht immer d'accord, so meinungstechnisch, aber er wird ihn unterstützen, das Land halt zu führen und weil er weiß, dass Obama nur das Beste will. Und das gibt's halt nicht mehr inzwischen. Also dieses Phänomen von Decorum wurde halt von Trump eingerissen. Also dieses, ne, wir haben Anstand, wir haben eine gewisse Haltung, eine bisschen Professionalität, das ist halt jetzt gar nicht mehr seit 8 Jahren. Und das fällt ja auch, ich muss die AfD nochmal erwähnen in dem Zusammenhang, es macht sie ja ähnlich, dass sie halt bei Abstimmungen immer so, oder auch in Ausschüssen, immer so mitbestimmt, dass die Ampel ganz schlecht dasteht. Das heißt, die AfD stimmt gegen ihre eigenen Interessen, nun dann auf die Beschlüsse zeigen zu können, von wegen, guck mal, was die mit euch machen, die ruinieren euer Land, obwohl die AfD auch dafür gestimmt hat. Ne? Das ist echt so eine Methode, die halt zu wenige Menschen raffen. Ja, apropos Ausschissen, ich habe diese Woche 20 Milchschnitten gegessen. Was, 20? Ja, am Mittwoch im Stream. Wie kam es dazu? Das war dumm. Keine also, Spende Solfäng hat gesagt, als kleines Kind hat er mal 10 Milchschnitten gegessen und hat dann so hart Verstopfung bekommen, dass er geweint hat. Ja. Und das war eine Diskussion, ich habe das gar nicht mitbekommen, nicht verfolgt, dann wurde ich getaggt und dann habe ich gesagt, hey, 10 Milchschnitten, ich wette, man könnte auch 20 essen. Das war alles, was ich gesagt habe. Ja. Ich wusste nicht wirklich, um was es geht. Und dann hieß es, haha, hier, 5 Euro reingespendet, mach mal. Und das mache ich in der Regel nicht, aber das war halt Mad-Eye in dem Fall. Und ja, also da konnte ich nicht widerstehen, aber es war trotzdem dumm. Und als ich die ersten 11 gegessen habe, war klar, das ist einfach widerliche Scheiße. Ich mag Milchschnitte halt nicht mal. Und das ist schlecht. Und dieses Cremezeug, das ist ja nicht Milch, das ist ja Zuckercreme, also ja, das Zuckerpaste. Ja, das ist halt so, das ist so dickflüssig, das ist so abartig im Mund. Und ich habe wirklich nach der 11. fast gekotzt. Und dann ist mir aber die Idee gekommen. Sind 5 Euro dir eingefallen? Ah. Ja, nein. Dann ist mir die Idee gekommen, vielleicht verwende ich doch mal einen Schluck Wasser. Ja. Und das hat sehr viel besser gemacht. Mhm. Es war trotzdem nicht geil, die anderen 9 dann noch reinzustopfen. Es hat insgesamt 2 Stunden gedauert. Aber ich habe natürlich auch dabei halt immer geredet und irgendwelche Faxen gemacht. Ich habe zum Beispiel rausgefunden, wenn man in eine Milchschnitte so ein Loch reinbohrt, kann man dadurch trinken. Ja, ich habe eine Milchschnitte als Strohhalm benutzt. Ich habe ein paar Fragen. Ja. Eine Frage ist, wie kamst du an den Milchschnitt? Waren die schon in deinem Kühlschrank? Nee, ich habe die schon gekauft, wie so ein echter Deutscher. Nee, aber hattest du die eh im Kühlschrank oder hast du die extra geholt deswegen? Ich habe die extra geholt. Ich esse keine Milchschnitte, Alter, das ist doch Scheißzeug. Okay, ich dachte, im Livestream kam irgendwie dann die Spende und dann gesagt... Nee, das war vorher, das war alles vorher. Und es war dann so ein bisschen Peer Pressure, aber ein bisschen auch lustig. Und weil es halt nicht irgendein Randy war, sag ich mal, sondern Mad-Eye, der dann sagte, ah, das wäre so witzig, habe ich mir gedacht, komm, mach's mal. Aber ich will ja jetzt nicht, dass die Leute mir jeden Tag irgendwas spenden und dann sagen, friss mal 30 Bockwürste. So. Also Milchschnitten, da gehe ich mit. Also ich fand die immer sehr lecker, muss ich sagen. Ne? Aber Kinder Pingui all the way. Maxi King auch geil. Von Pingui mochte ich immer nur die Kokosvariante.
Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Die waren richtig geil, Alter. Richtig, da werde ich direkt zum Führer. Ich werde zum Pinguin-Hitler. Zum Kokos-Hitler. Geil, Alter. Mhm. Ist egal, ich habe ganz viele Bilder im Kopf. Von so einem Rasterlocken-Hitler. Jedenfalls. Aha, Moment. Willst du damit sagen, dass Leute, die Rasterlocken haben, nur Kokosnuss essen? Wie Affen? Nein, das will ich nicht sagen, aber weil es ja auch jamaikanisches... Kokosnuss ist geil. Kokos ist halt was aus Jamaika kommt und so, ne, aus der Richtung, wo er halt so ist. Ja, es war jetzt ein Vorurteil, ich gebe es zu. Woher kommt die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Laut Schrot und Korn, Kokospalmen wachsen in allen tropischen Gebieten. So. Sie mögen es warm, feucht und... Philippinen, Indonesien, Indien und Sri Lanka. Ja, Weltmarkt ist da, aber es wird es auch safe da geben. Von der sie alles verarbeiten können. Ja, Google wissen es jetzt. Kokosnüsse für den Weltmarkt wachsen vor allem auf den Philippinen, in Indonesien, Indien und Sri Lanka. Ja, wir wissen es ja. Also eine hat mir auch nicht gereicht, aber zwei waren für mich so Maximum quasi für Milchschnitte. Was Milchschnitte? Oh, Alter. Ich hatte wirklich auch nach der dritten schon keinen Bock mehr, ne? Ja, es reicht ja auch. Und ich verstehe, Maxi aber, King fand ich auch mal langweilig. Ja. Und am geilsten fand ich, wie heißt das? Kinder Schoko Fresh. Schoko Fresh, oh, das ist ganz war das dunkel. Geilste. Ja, das gibt's nicht mehr, oder? Ganz doch, dunkel erinnere ich mich dran. Wie sah denn das aus? Na, früher noch wie so Kinder Schoko Fresh. Nashörner? Laut Wikipedia, Kinder Schoko Fresh ist ein Süßwarenprodukt des Ferrero-Konzerns. Halt die Schnauze jetzt, unterbricht Tino nicht immer. Na, früher sah es aus wie so Einhörner, nicht wie Nashörner, aber jetzt sind es halt so Kasten irgendwie. Sie haben die Formen geändert. Stimmt, ja. Aber hieß das dann auch schon Schoko Fresh, als das noch so. Ja. Nilpferde, dachte ich, war nee, das. Nee, es hieß immer so. Kinder Schoko Fresh. Na gut. Ja, cool. Jetzt mal schön Werbung gemacht für die Kacke. Es ist Scheißzeug. Es frisst den Scheiß. Es ist der pure Zucker. Meine Kackwurst war so massiver Säule, Alter. Das war wirklich nicht gut. Es ist teuer, es ist ungesund, kein Fair Trade und so. Fress das nicht. Ja. Was aber gefressen wird, ist Taiwan von China. Denn diese Woche hat Xi Jinping sich mal wieder zu Wort gemeldet und gesagt, no force can stop the reunion with Taiwan. Nicht mal Demokratie, ja. Ja, pass mal auf, Xi Jinping, wenn ich jetzt mal meine Faust einsetze, ob du dann noch... Nee, ich muss jetzt mal ruhig sein, weil China wird jetzt gerade zur absoluten Weltmacht. Da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen zurückstellen. Du musst auch. Das fällt dann alles wieder auf uns zurück. China ist ein großartiges Land. Ja, was wenn die den Brennpunkt kaufen? Für 20 Euro. Ja, zum Beispiel. Kann ja sein. Das ist billig. Ja. Na dann, klar. Eine Stunde Podcast, wie toll China ist. Aber weißt du was ein Podcast eigentlich ausmacht? Dass ein Podcast überall läuft. Dass es ein RSS-Feed gibt. Das heißt, die Podcasts, die bei Spotify exclusive sind, sind keine Podcasts. Die müssen überall laufen können und frei verfügbar sein. Das macht ein Podcast eigentlich aus. Das heißt, alle, die irgendwie so Exclusive-Verträge haben bei Spotify, sind keine Podcasts, technisch gesehen. Ich wollte hier gerade nochmal was Passendes raussuchen, weil ich mir das nicht aufgeschrieben habe, aber extra hier jetzt passend zum Thema erzählen wollte. Denn eines der absolut viralen Videos diese Woche war ein Video von einem Berg in China, der da heißt Taishan. Und da gibt es nämlich 7200 Stufen, die man hochgehen muss und es dauert 4 bis 6 Stunden. Ist wahrscheinlich für normale Leute härter als für Leute, die regelmäßig hiken. Und da gibt es so ein Video, was viral gegangen ist, von, weiß ich nicht, Hals Maul, wie die Leute da hochgehen und du siehst, wie die Beine zucken, Alter, weil die so exhausted sind. Ja. Und da muss man sagen, guck doch mal, was China für ein geiles Land ist. Die arbeiten sich da jeden Tag tot und dann nehmen die sich doch nochmal die Zeit, um da mit zitternden Beinen diesen scheiß Berg hochzukriechen. Die haben alle so, die können nicht mehr laufen, die haben alle irgendwelche Krücken dabei. Ist richtig entertainend. Würdest du es machen als Challenge? Also ich bin auch ein Fuji hoch, der ist ja auch angeblich 4 bis 6 Stunden und hier hast du normale Stufen. Klar. Aber wahrscheinlich würde ich es auch nicht feiern, weil ich hasse Laufen. Alle Bewegung ist geil, außer Laufen, weil das ist die Normie-Bewegung. Ich mag Laufen. Das kann ja jeder. Ja, eben. Na, nee. Steve Hawking. Der macht einen Einspruch. Ja. Nach anderen Menschen, die nicht laufen können. Der lief vor allem heiß und geil aus den ganzen Epstein-Kindern raus. Ja, man weiß es nicht. Der arme Mann ist tot, komm. Ja, jetzt ist er freiwillig. Jetzt ist er zum Abschluss freigegeben. Er ist ausgeschaltet.
Na gut, die Familie, die leidet noch, wenn ich jetzt hier einen Gag im Brennpunkt mache, der weltweit läuft. Ja, das war theoretisch auf jeden Fall. Theoretisch schon, aber da müssen sie drüber stehen. Der ist eine Person des öffentlichen Interesses und Punkt. Punkt. Ich habe keine Themen mehr, Robin. Ich habe die Woche nicht gesammelt. Es war auch nicht so viel los. Ich habe es vergessen einfach. Naja, also wenn Dubai überschwemmt wird, dass dich das nicht interessiert, ist ich meine, klar. Ab jetzt weißt du. Ich meine, jetzt nicht, ich eine neue Handyhülle. Guck mal, richtig krass, oder? So ein Alter, Rot. Das ist ja, und mit so einem Pinöpel da hinten dran. Geil, wa? Das ist ja hier die ganzen Instagram-Girls, damit das nicht runterfällt, ne? Ja, ne? Also hier so ein Ring, so ein Cockring hinten dran. Und du kannst den, der ist in die Hülle eingearbeitet. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Das Einzige, was dir jetzt noch fehlt, ist so ein eingearbeiteter Akku. Das gibt es ja auch, so ein externer Akku, der das Handy extra lange leben lässt. Das Gute ist, ich bin nie so viel am Handy, dass ich das brauche. Hm. Also mein Akku hält immer den ganzen Tag durch. Na gut. Das ist mein Glück. Dein Glück. Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel. So viel ist in diesem Fall ein Euphemismus. Aber wir sind ja eh schon fast durch. Und deswegen überfliege ich jetzt hier nochmal, ob es irgendwie noch eine ganz wichtige Meldung, ob irgendwie ein Land nochmal anderes angegriffen hat. Sexual Assault und Brutal Beatings, Iran renews violent Hijab Crackdown, cool. Oder irgendwie ein Nekrolog bei Wikipedia, wer gestorben ist, wissen wir ja auch nicht. Ich habe nicht nachgeschaut, Wikipedia. In Kopenhagen hat irgendwie der Börse gebrannt oder so, wortwörtlich. Ja, stimmt, das war auch richtig scheiße. Ja, aber so, wen interessiert das schon? Zuletzt gestorben ist Daniel Dennett, ein US-amerikanischer Philosoph mit 82 Jahren. Die UN warnt, dass 800.000 Leute in Sudan City in extremer und unmittelbarer Gefahr leben. Ja, aber die bleiben doch da sicher, die ganzen Leute. Die Gefahren? Die Gefahr bleibt da auf jeden Fall und die Leute bleiben da doch auch. Es starb noch eine Sängerin, die heißt Mandisa von American Idol und Grammy-Gewinnerin. Ist unerwartet gestorben, da steht nicht da, warum. Ja, aber also ganz ehrlich, wenn in Afrika irgendwie Leute verhungern, wie jetzt im Sudan, ja, dann kann man ja nicht erwarten, dass die irgendwo ein besseres Leben suchen. Nee. Und das wird ja in Zukunft bestimmt besser. Ich habe ja auch hier diese Woche wieder so einen schönen Graphen gesehen, dass wir 1,6 Grad Air Temperature überschritten haben. Natürlich nicht den 10-Jahres-Durchschnitt, aber komm. Bis die 10 Jahre um sind, haben wir ja eh schon wieder die nächsten Rekorde. Von daher, das wird super. Also haltet durch im Sudan, Sudan City. Ich weiß ehrlich gesagt nicht Sudan City, ob das Sudan ist oder Südsudan. Jetzt habe ich Sudan so oft gesagt, ist das nicht ein Auto? Und was machen wir die Woche hier in die Playlist rein? Das ist doch viel interessanter. Mach ich noch gar nicht. Ich würde noch ganz kurz erzählen, als ich vom Wetter so überrascht war im April, es war richtig heftig, es war wohl auch der wärmste April seiner Wetteraufzeichnung und an dem einen Tag bist du mit kurzer Hose raus und konntest hier halbnackt skaten gehen und dann auf einmal am nächsten Tag bist du tiefgefroren. Das ist das Schlimmste am Klimawandel, man kann sich ja nicht drauf verlassen, weißt du? Ich denke hier die ganze Zeit, ja, es wird immer heißer, wo ist es denn? Weißt du? 10 Grad tagsüber im April und nachts Frost, minus 1 Grad, willst du mich verarschen? Wo ist denn meine Klimakrise? Sie belügen die kann dich. Gar nicht existieren. Sie belügen dich. Ja. Du hast ein neues Album gedroppt bei Spotify, kann man sagen. Ich. Und du siehst direkt hier, da ist ein Schreibfehler. Das heißt nicht generisches Malelied, da steht gerärisches Malelied. Das musst du aber noch korrigieren, ne? Aber das überliest man. Das kann man leider nicht mehr korrigieren. Man müsste das Album, glaube ich, noch mal komplett hochladen. Aber es macht nichts. Also die Streams gehen ja nicht verloren. Du kannst sie trotzdem noch mal hochladen. Hm. Aber ist auch wurscht. Ja, aber es geht ganz schön ab so hier. Wird gut gehört. Ja, also das ist KI-Song-Gedöns. Da habe ich ein komplettes Video zu gemacht, wie ich durch Jena dance und es ist einfach nur geil. Das KI ist das neue Lieders. Ja, das ist ein guter Titel, wenn du mich fragst. Und die Lieder sind auch geil. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen meine dadaistische Pipi-Kaka-Fäkal-Humor-Phase. Ne? Das wird im nächsten KI-Album, was da bestimmt irgendwann mal kommen wird, besser. Ja, da wird es dann ernst, da geht es dann um die Wurst. Ein Lied wird auch irgendwas mit Höcke zu tun haben. Oh. Das kann ich schon mal spoilern. Und da sagt ihr jetzt vielleicht, KI-Leaders, nee, hört mal rein hier, Assis. Ja? Weil, wenn es gut klingt, ist scheißegal, wo es herkommt. Außerdem sind es meine Texte. Und ich habe schon tatsächlich viel Lob bekommen und das ist halt geil. Auch geil ist Doodle Zack, unser guter Freund, der auch Doodle Zack-Musik macht. Das ist jetzt alt geworden, habe ich gehört. Aber bei Spotify nicht, der hat Geburtstag gehabt, genau. Aber der hat jetzt inzwischen 3 EPs veröffentlicht oder Alben bei Spotify als Doodle Zack. Hat er nicht mit KI gemacht, höre ich nicht. Nee, sind echte Songs und hat mit Doodle Zack nichts zu tun. Das sind halt eher so rockige
atmosphärische Songs, da der jetzt vor kurzem Rubble to Rebuild From, veröffentlicht bei Spotify am 12. April. Auch da gerne mal reinhören. Dude L. Zack. Aber wir können jetzt auch unsere Playlist befüllen, was ich schon. Ach, du füllst den da nicht rein. Du sagst jetzt nur mal, der existiert, aber du füllst den da nicht rein. Ist okay, nee, das merke ich. Ich habe einen anderen Song reingemacht dafür. Und zwar eine tolle lokale Band aus Weimar habe ich reingemacht, die du auch schon live gesehen hast, nämlich Swallow. Ja, war scheiße. Swallow Kingdom Come Deliverance 2 wurde angekündigt, Tino. Das haben wir unter den Tisch fallen lassen. Das ist geil. Was ist das? Das ist ein Mittelalterspiel, fast ein Mittelalter-Simulator. Oh. Und der erste Teil war sehr beliebt und jetzt kam der zweite und das ist ein sehr sympathisches Studio, guter Trailer, jetzt habe ich es erwähnt. Ja, Swallowtune. Swallowtune aus Weimar, eine ja, man kann sagen, Punkrock-Band oder sowas aus Weimar. Vier niedliche Jungs, wie man hier auf ihrem Profilbild sehen kann, machen schöne Musik und haben jetzt einen Song veröffentlicht, der heißt Playing Sober. Und es ist ein Vorbote zu ihrem das Album. Das muss ja scheiße sein, das Lied, weil also irgendwas nüchtern machen ist ja per Definition langweilig und nicht lustig. Ja, selbstredend. Ich mag die Jungs oder die Menschen, ich weiß nicht, wie sie sich definieren. Habt ihr schon oft live gesehen. Ich bin Fan von Swallowtune und sie werden ihr Album auch noch veröffentlichen dieses Jahr. Und Playing Sober ist der Vorbote. Hört rein, ist in der Playlist von Swallowtune. Ich persönlich definiere mich als antibolschewistische Liga. Ja. Und jetzt kommen die Onkels, sind die denn bei Spotify? Das ist irgendwie die sind so, bei Spotify. So Anti-Onkels. Das ist, Robin, das ist unsere Playlist, da darfst du gerne entscheiden, was du hören möchtest. Ich hab da schon mal Onkels reingemacht. Scheiße. Das kann man nicht machen. 40 Jahre Onkels! Haben wir Last Night a DJ Saved My Life schon? Last Night. Ups. DJ. Weil wir wollen ja hier wieder so ein bisschen GTA-Wipes langsam reinkriegen. Von Indeep. Wir scheiße auf Apokalypse, Hauptsache wir können noch rechtzeitig GTA 6 spielen, also haltet euch ran, Rockstar, auch wenn ihr jetzt schon wieder, also nicht Rockstar, das ist nicht ganz klar, Take-Two hat schon wieder 5% Belegschaft, das ist ja eh, interessiert dich nicht, aber in der Gaming-Industrie ist das gang und gäbe zurzeit, einfach alle zu entlassen. Und das wird bestimmt noch mehr, weil KI wird so viel ersetzen. Stell dir mal vor, KI ersetzt jetzt einfach Synchronsprecher. Wird passieren langfristig. Ja. Wie dem auch sei, hast du gefunden? Jetzt, ja, von Indeep, Last Night a DJ Saved My Life. Quasi so. Die englische Version von Sie liebt den DJ von Michael Wendler. Exakt. Und Swallowtune, Playing Sober in der Playlist Brennholz unter Musik bei Spotify, die inzwischen 38 Fans hat, also 38 Saves. 10 Stunden, Alter, könnt ihr schön Party durchmachen mit. Über 10 Stunden, mit, das ist ein echt geiler Song. Also könnt ihr echt auf Shuffle machen, da ist nur geile Musik drin. Ja. Und das war's, liebe Leute. Ich würde sagen, Wochenbewertung muss man noch geben. Ach so, ui. Ja, also Dubai, ne? Ist schon heftig. Ist auf jeden Fall besser als letzte Woche. Ich sag's, ja, wie es ist. Auch wenn du das wieder nicht mitgekriegt hast. Ich würde auf eine 4 Dubai gehen. Dubai unter Wasser 4. Ich überflieg nochmal. Putin wurde nicht, durfte nicht zur 80-jährigen Anniversary vom D-Day. Das ist auch ganz schlimm. Was für ein Day? Der D-Day. Ach so. Das war keine Sternstunde für uns Deutsche. Nee, ist echt schade. Das ist ein Mahnmal der Schande. Also, nee. Ja, okay, verstehe ich. Der ist vor Gericht gerade steht, ne? Wegen seiner, haben wir schon letzte Woche besprochen. Jetzt gab es den Prozessauftakt und hat er wieder so einen Antrag gestellt, um das alles zu verschieben und so und zu verlangsamen. Denn Höcke möchte den Gerichtsprozess aufgezeichnet haben und transkribiert haben. Ja, er ist ja vor Gericht, weil er alles für Deutschland gesagt hat, zweimal in der Öffentlichkeit. Nee, weil er alles für Deutschland gibt, weißt du, und ihr wollt den unterdrücken, den guten Mann. Was ja eine SA-Losung ist, was er als Geschichtslehrer nicht wusste. Ja, Höcke, glauben wir dir. Weißt du, wenn man eine Losung zieht, dann kann man auch manchmal einen Hauptgewinn gewinnen. Ja, aber er nicht offenbar. Er könnte echt für 3 Jahre ins Gefängnis kommen oder eine krasse Geldzahlung oder ihm wird das Wahlrecht entzogen, das Passive. Kann passieren, dass er nicht gewählt werden darf. Das wäre rein Paukenschlag. Also ich finde, dieser Mann, der sich angezündet hat, war ein Paukenschlag, deswegen würde ich tatsächlich eine 5 in den Raum werfen. Ja, der war heftig, doch 5. Also guckt euch das gerne mal an, wie die CNN-Reporterin berichtet, das ist schon, das passiert nicht alle Tage. Ja. So. Finde ich echt nicht schön. Versucht lieber irgendwie euch Hilfe zu suchen, wenn ihr euch nicht gut fühlt und glaubt, dass alle sich verschworen haben. Das kann sein, dass ihr einfach eine Erkrankung habt. Man kann sich ja einfach als Metapher, also nicht tatsächlich anzünden, sondern weißt du stellst dich irgendwo hin und tust so oder schreist und machst so ein metaphorisches Anzünden, das meine ich. Man kann ja auch für eine Sache brennen, aber nicht äußerlich, bitte. Ja, das ist ungesund. Das wäre unser und Wunsch. Leute abstechen ist genauso schlecht, das braucht ihr von uns nicht hören. Das ist, glaube ich, im Konsens drin. Ja. Deswegen
können wir jetzt auch drüber lachen. So. Damit beenden wir die heutige Ausgabe. Ich muss gleich zum Bahnhof. Ich habe ja auch einen wichtigen Termin. Und wir sehen uns heute Abend wieder, wir zwei, ne? Ja! Also für euch gestern quasi. Haben Robin und ich uns, werden wir uns gesehen haben. Das ist die News. Ja. Okay, Leute, geht nach Dubai und badet euch da, damit ihr euch ordentlich waschen könnt, solange es noch geht. Hört die Brennholz-Untermusik-Playlist bei Spotify und guckt euch How to Get Away with Murder an, die Serie, aber auf Englisch, weil ich finde, auf einer deutschen Synchro geht die Tiefe verloren von den Charakteren. Richtig geile Serie, abgefuckt, richtig geil. Ja, genau wie die Fallout-Serie, die natürlich gut ist, wie ich jetzt sagen kann. Bist du ein echter Fallout-Boy, ja? Ja, geht. Also ich finde immer noch The Last of Us Welten besser, so, aber das ist halt Kritik auf hohem Niveau. Das ist schon eine sehr gute Serie. Ist wie es ist. Gut. Bis auf nächste Woche. Tschüss. Kein Gehör, wascht euch. Geil. Und geht wählen. Oh.